Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erscheint an diesem Freitag vor einem Parlamentsausschuss der Bürgerschaft in Hamburg wegen einer Entscheidung, die er 2017 als Bürgermeister der Hansestadt getroffen hat. Er soll 47 Millionen Euro Steuerrückstände von einer lokalen Privatbank nicht eingefordert haben. Hintergrund ist ein Skandal, in dem die Staatskassen um Milliarden betrogen worden sein sollen. Scholz hat sich bisher vor allem damit verteidigt, dass die Bank die Steuern schließlich nachgezahlt habe. Aber das könnte nicht ausreichen, um dem Kanzler diesmal weitere Probleme zu ersparen. Die Befragung kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für Scholz. Die Ampelkoalition wird von Machtkämpfen geplagt, inmitten einer Reihe von Krisen, die durch Russlands Einmarsch in der Ukraine ausgelöst wurden, vom knappen Gas bis hin zur steigenden Inflation und der schwächelnden deutschen Wirtschaft. Fast zwei Drittel der Deutschen sagen, dass sie mit der Regierung unzufrieden sind. Annelies Borges in Paris for Euronews.